Servus zusammen, es ist Freitagabend. Ich bin heute ein bisschen früher, weil gleich kommt mein Sohn und da muss der Vater in die Küche. So wie Sie es gehört. Ja. Bevor ich anfange mit dem DAX, will ich Folgendes nochmal erklären. Das war ein Chart von Mittwoch, das ist Alibaba. Und mir geht's, ich versuche ja ab und zu so ein paar edukative Dinge reinzubringen. Ich habe seinerzeit gesagt, also am Mittwoch gesagt, das Ding hier muss über die 81 gehen. Wir müssen dieses Hoch hier rausnehmen. Das hat die Alibaba nicht gemacht. Ich habe kein Stück gekauft. Ich habe keine Ahnung oder ich hätte das nicht gewusst, dass dann am, was war denn das, Donnerstag dann gleich so eine Kerze hier reinhaut. Ja, das ist, muss man einfach wissen. Ich glaube, es ist momentan, weil viele Werte sind technisch sehr hoch, Alibaba jetzt nicht, die sahen echt ganz gut aus, aber viele Werte sind technisch sehr hoch. Dennoch, ich sage es immer wieder, der Chart ist wichtiger als die Technik. Und dann will ich eins noch beibringen. Es gibt ja viele Leute, die gucken auf diese Trends hier. Ich gucke nicht auf die. Ich bevorzuge die horizontalen Trends. Da, wo jetzt ja die gestrichelte Linie langläuft. Das war die 81,02. Hätte ich auf diesen Trend hier gehört, wäre der sogar leicht drüber gewesen. Ich, nochmal, ich, aber das ist meine persönliche Ansicht. Ich bevorzuge hier diesen horizontalen Trend. Und so im Bereich von 81,20, 81,30, je nachdem, welche Zeiteinheit man betrachtet, hätte der als gebrochen gegolten, hat er nicht. Und dass er dann so abschmiert, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich meine, das hier waren, das waren 80,80 und dann runter auf, wo war noch das Tief? 69,60. Weiß nicht, was die wieder alles da verbrochen haben, da gab es diverse Berichte. Aber nur das nochmal zum Sagen, also. Vielleicht gewöhnt ihr euch die horizontalen Trends eher an, weil das funktioniert auch dann mit der Theorie von Charles Dow, diese Trends nicht so sehr, eigentlich gar nicht. Das nochmal zum Sagen. Ich habe sie nicht gekauft. Ich habe dann heute mal hier und da ein bisschen Kleinigkeiten long gespielt. Das ging dann mal gut für einen Euro, aber das war es auch. Je nachdem, welchen Handelsansatz hatten. Jetzt gehen wir zum DAX. Das ist der DAX. Ich, nach wie vor, ich hätte nicht gedacht, dass er sich hier oben hin bewegt. Bei mir war die 15.575 immer noch der Widerstand. Und das haben wir am 1, 2, 3, 4 am Dienstag ja gebrochen. Auch mit Schlusskurs. Dann war er zumindest freier. Als nächsten Widerstand habe ich diesen Punkt hier. Ich mache da mal so eine kleine Linie hin. So. Da sind wir auf dem Hochkurs vom, was ist das, der 15.9. Also bei 15.992, glaube ich, war das ganz genau. Und da sind wir fast dran. Im Moment, wenn ich jetzt diesen Film mache, Freitagabend, 17. November um 17.11 Uhr, ist der bei 15.917. Das Erste, was auffällt, und das gilt für den DAX genauso wie für die Einzelwerte, sind die Bänder. Gehen die Bänder auf, nach oben und nach unten. Ist ein Ende von dieser Bewegung und die ist jetzt relativ weit schon. Ja, hier sind wir von 14.625 heute hier hoch bis 15.952. Das ist ein Haufen Zeug. Gerade mal schauen, wie viel ist denn da das in Prozent? Moment, mache ich mal hier und da. Da sind wir bei ziemlich genau 9% in 15 Handelstagen. Das ist viel. Gut, der Nasdaq hat mehr gemacht, aber der macht immer mehr nach oben oder unten. Das ist viel, diese 9%. Aber man muss jetzt warten, diese Aufwärtsbewegung, dieses Momentum, das erstirbt erst dann, wenn sich das untere Band, wenn das die Richtung dreht, das der Bewegung entgegengesetzte Band. Das ist noch nicht der Fall. Und die Regeln, nochmals, sind für den DAX genauso wie für Einzelwerte. Wir gelten von der Technik her als sehr hoch. Das hier ist ja der Tageschart und das hatte ich am Mittwoch schon gesagt. Wir sind heil, also wirklich deutlich, deutlich, deutlich über dem, was wir so in der letzten Zeit, so in den letzten Jahren mehr oder weniger hatten, sind wir deutlich drüber. Das ist viel, was das Auseinanderklaffen von diesen beiden exponentiell gleitenden Durchschnitten macht. Das ist richtig hoch, das Histogramm. Das heißt aber noch nicht, dass er fällt. Genauso hier die Stochastik. Wir sind bei, wo sind wir denn? 95? Ja, 95,41. Auch das ist sehr, sehr hoch. Aber auch hier, wir haben noch nicht so ein Verkaufssignal oder sowas, haben wir nicht. Es ist noch nicht da. Das kann jederzeit kommen. Um das ein bisschen einzugrenzen, empfehle ich immer mal wieder den Blick auf die 4 Stunden, auf den 4-Stunden-Chart. Da kann man das dann eher sehen.
Im Prinzip ist alles jetzt hier hoch zum Zerreißen gespannt, viel gelaufen, 9%, 1000 noch was Punkte und wir sind überall hoch, aber es ist noch kein Verkaufssignal. Ich habe mir die Umsätze angeschaut. Natürlich gehen die Umsätze hoch, aber warum tun sie das? Ich glaube, dass so ein Bereich von hier, 15.575 spätestens, wurde auch mal ordentlich reingefixt. So, ah, das ist da viel zu hoch und das kann ja gar nicht sein. So, und diese Shorts, die bestehen, die treiben den Markt weiter nach oben. Das ist so eine Self-Fulfilling Prophecy. Die treiben die weiter hoch. Ich glaube nicht, wenn hier frische Gelder drin waren oder vielleicht auch noch hier, glaube ich nicht, dass es hier oben in diesem Bereich frische Gelder gibt. Ich sehe das nicht. Aber gut, da lasse ich mich gerne von jemand anderem belehren. Ich sehe es nicht. Vor diesem Hintergrund gilt, ja, wir haben eine fette Bewegung, aber die hat noch keinen Stopp. Weder von den Bändern, noch gleitenden Durchschnitte, noch vom Trendfolger, noch von der Stochastik. Das ist alles noch in Ordnung. Und den Widerstand, den ich habe, das ist der erste Widerstand, das ist halt die rund 15.992. Danach geht es ein bisschen höher auf 15.000 und, Entschuldigung, 16.057. Den hatten wir auch schon, den haben wir oft besprochen. Hier im Ende August, im September haben wir da öfter mal darauf hingewiesen. Da sind so die nächsten Widerstände. Unterstützungen. Also nochmal, ich vergesse die 200-Tage-Linie, auch wenn sie hier drin steht. Unterstützung ist für mich dieser Trend hier. Also A, die 15.575, ja, back to breakout. Und der nächste wäre dann dieser Trend hier, der sich am Montag befindet bei 15.272. Habe ich jetzt momentan nicht so auf meiner Liste, aber die 15.575 schon. Das ist ja nicht weit weg. Das sind ja nur noch nicht mal 400 Punkte. Und das geht relativ flott. Ich habe die Scheine oder vielmehr einen Schein geändert, und zwar diesen Put hier. Der war ein bisschen zu nah dran mit 16.000, ich glaube 105. Jetzt habe ich ihn auf 16.453 genommen, Hebel 29. Ich habe auch hier heute wieder auch ein heißeres Teil, Hebel 45. Die habe ich also alle dabei. Wir haben hier, den habe ich auch hochgenommen, 15.303er Call und 15.110. Die mal zum Anschauen. Ich kann also immer nur raten, haltet nicht dagegen. Es gibt kein Verkaufssignal. Das kann böse ändern. Das Schlimmste ist immer dieses Dazumischen. So bei 15.575 Short gehen, dann bei, was weiß ich, 15.650, 15.700 und so weiter. Das tut weh. Ich bin auch mal Short gegangen bei der 15.575. Das hat 30 oder 40 Punkte gekostet. Das lässt man machen. Dann habe ich mich halt mehr auf Aktien konzentriert. Und da bin ich weiter dabei in Bayer und in Lufthansa. Das finde ich in Ordnung. So als Position über den Tag hinaus. Jetzt sind die Bayer endlich mal ein bisschen gestiegen. Da bin ich auch schon ziemlich froh drum, weil die haben also echt geschwächelt in den letzten Tagen. Aber jetzt gehen sie dementsprechend hoch. Gut, also ich gucke noch einmal hier auf die 4-Stunden-Ebene. Auch hier super hoch. Und wir gelten ab oder seit 15.376 vom Oszillator her als überkauft. Aber ich habe kein Verkaufssignal. Ich muss, bevor ich so einen heißen Schein hier nehme, wo ist er denn jetzt schon wieder? Jetzt habe ich ihn schon wieder weggedrückt. Bevor ich so einen Schein hier nehme, den hier, den 16.252, will ich ein Verkaufssignal haben. Ich habe keins, auch nicht auf 4-Stunden-Ebene. Ich habe keins. Also achtet auf die Bänder. Wenn die sich drehen, dann ist das Momentum dieser Bewegung erstmal ja, gebremst, sagen wir es mal so. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.